Hallo und herzlich willkommen zum Tarkov News Update. Einige neue Events am Start, aber vor allem der Community Podcast Nummer 4, organisiert von Sneaky Roo. Gestern Abend war die Live-Übertragung. Wir haben das Ganze auch live auf Twitch übersetzt ins Deutsche. Und da kamen einige interessante Infos, unter anderem Info über Lighthouse. Und diese Infos lassen die Theorie mit dem Vibe so ein bisschen nochmal ins Schwanken geraten. Und der Begriff Softvibe kam auf. Warum Softvibe die Lösung für dieses Problem sein könnte, was hat es damit auf sich? Wir gucken es uns an. Let's go! Nach dem Labs-Event startete Event Nummer 4. Ein Brief ist erschienen, in dem geschrieben wurde: Hallo mein Freund, wir haben uns lange nicht gesehen, aber ich habe ein neues Medikament entwickelt, um physische und mentale Fähigkeiten stark zu verbessern. Es gibt Nebenwirkungen, die wir persönlich besprechen sollten. Unterschrift: Sanita. Tatsächlich hat der Stim Op Dolbosch einen starken Buff bekommen, und zwar die Fähigkeiten wurden um 51 Level erhöht. Das heißt, physische Skills haben einen extremen Boost bekommen. Das Ding ist, dass Sanita selber diesen Stim auch benutzt und mit unglaublich viel HP fast untötbar durch die Gegend gelaufen ist, beziehungsweise noch rumläuft. Wenn man sich das Dolbosch selber spritzt, besteht allerdings eine 20%ige Chance, sofort zu sterben und eine 100%ige Chance, nach 15 Minuten zu sterben. Man sollte also nach spätestens 15 Minuten den Raid verlassen haben. Das nächste Event wurde durch einen Brief von Mechanic eingeleitet, in dem steht, dass es immer schwerer ist, den Bitcoin zu farmen, dass eine neue Kryptowährung, die Tagbankcoin, eingeführt wurde und alle momentan versuchen, diese Tagbankcoins zu farmen. Mechanic seine GPUs haben starken Haltbarkeit verloren und er braucht neue GPUs. Also bietet er GPUs zum Tausch an, zum Beispiel eine GPU gegen einen Reaper, eine GPU gegen eine Slick, 3 GPUs gegen eine Lucky Scavbox oder 25 GPUs gegen ein T7. Das ist dieses ultimative Tamal-Sichtgerät, bei dem der ganze Bildschirm nur noch Tamal ist. Also hier der Hinweis auf eine neue Währung und darauf, dass die GPUs, also die Grafikkarte in Zukunft, eine Haltbarkeit bekommen, also möglicherweise nicht mehr ewig haltbar sind. Und dann kam das sechste und entscheidende Event von Fans. Und zwar hat er mitgeteilt, dass seine Scavs immer angegriffen werden, dass er momentan eine besonders wichtige Fracht erwartet und dass er entsprechend gut für Personenschutz zahlt, nämlich $100.000 pro Scav-Extract, den wir als PMC sichern. Man sucht sich also als Scav einen PMC-Partner oder als PMC einen Scav-Partner. Wie man das erreichen möchte, dass man vom Gegner nicht über den Haufen geschossen wird, ist eine andere Geschichte. Aber die Motivation von $100.000 sollte hier und da reichen und geht auf Reserve, Woods oder Interchange zu einem Doppel-Extract, also zu einem Ausgang, wo man nur zu zweit extracten kann. Klappt dieser Extract, bekommt jeder Teil, also sowohl der PMC als auch der Scav, $100.000 gutgeschrieben. Man bekommt einen Brief von Fans, in dem dann 250.000 Stapel-Dollar abzuholen sind. Dieses Event hat einen ganz klaren Einfluss auf die Wirtschaft. Der Einfluss ist so hoch und stellt das ganze System auf den Kopf, dass man spätestens jetzt sagen kann, ja, wir sind in einem Pre-Vibe-Event. Dann kam das siebte Event und zwar ist Nebel aufgetaucht mit einer schönen Meldung. Achtung, Achtung, Warnung. Eine Nebelwand nähert sich aus nordöstlicher Richtung der Norva-Region. Der Nebel wird sich 2 bis 5 Tage halten und bewegt sich in südwestliche Richtung und wird auch City Tarkov komplett bedecken und in ca. 10 Stunden St. Petersburg erreichen. Was es jetzt mit diesem Event auf sich hat, ist reine Spekulation. Einige vermuten, dass das die Vorbereitung für Kultisten auf jeder Map sein könnte. Andere sagen, dass man dadurch versucht, den Doppel-Extract zu erleichtern. Und wieder andere sagen, dass es einfach nur ein Timer ist, weil in 5 Tagen der Patch und der Vibe kommt. Am nächsten Abend war es dann soweit, Freitagabend, der 4. Community-Podcast, den wir live auf Twitch übersetzen durften. Und hier wurde gesagt, dass diese Events, die wir momentan sehen, Vorbereitungen sind auf zukünftige Dailies, Weeklies oder Monthlies, über die wohl bereits gesprochen wurde. Also beispielsweise wöchentliche Aufgaben, wo man eben eine Woche Zeit hat, diese Aufgabe zu erfüllen. Der besondere Vorteil von solchen zeitlichen Quests ist, dass man unbelebte Teile von Karten durch so eine Quest wieder zu einem Highspot machen kann, obwohl sich an solchen Orten nicht mal wichtiger Loot befindet. Also ein großartiges Tool, um noch viel mehr Dynamik in das Spiel zu bringen. Auch sehr interessant war die Erwähnung des Omikron-Containers. Der Omikron-Container ist ein neuer 4x4 feldgroßer Sicherheitscontainer, in dem man während einem Raid nichts mehr reinlegen kann. SneakyRoo07 hat das so schön als Super-Chat-Box bezeichnet, denn hier werden primär massiv Magazine und sehr, sehr teure Medikamente lagern, die insbesondere Chats, aka Super-Chats, durch ihre Spielweise und durch ihren erarbeiteten Reichtum für solche Items nutzen können.
Killt man so einen Omikron-Besitzer, heißt das auch, dass man den kompletten Loot einsacken kann, da er nichts, was er am Raid gefunden hat, in seinen Sicherheitscontainer mehr legen konnte. Wer den kompletten Podcast sehen möchte, ich verlinke natürlich den Podcast, die deutsche Übersetzung und das Original unten in der Beschreibung. Aber kommen wir zum Wichtigsten, und zwar zum Lighthouse. Lighthouse ist bekannt, dass es in 12.12 kommen soll, zusammen mit der Unity Engine 2019 und der Voice-over-IP-Unterstützung. Man wollte an dieser Stelle erklären, warum 12.12 ebenfalls Vibe-würdig ist und dass eben ein Vibe in 12.11 nicht selbstverständlich zu sehen ist. Auch die Verschiebung von Streets in 2022 spricht für ein Vibe in 12.12. Jetzt kommt aber der alles entscheidende Punkt. Und zwar gab es wohl einen russischen Entwickler-Podcast und hier wurde gesagt, dass Lighthouse weiter ist als erwartet. Zu unserer Überraschung wurde ebenfalls gesagt, dass es in Lighthouse eine Safe Zone geben wird. Das bedeutet eine Zone, in der sich PMCs nicht gegenseitig beschießen können, in der Waffenstillstand herrscht. Außerdem soll es zwei Bosse geben auf dieser Map und eine sehr große USEC-Basis. Der entscheidende Punkt ist aber eben diese Safe Zone, und zwar soll sich hier ein Händler befinden. Dieser Händler soll die Möglichkeit geben, Items im Raid zu kaufen und verkaufen. Das heißt, wir hätten hier die erste Implementation der Händler im Spiel, im Raid, so wie es ja später mal kommen soll. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn das bedeutet, dass in 12.12 eine komplett neue Mechanik eingeführt wird, die das Grundprinzip des Spiels bereits komplett ändert. Also sprich, das Ganze schreit nach einem Vibe. Wenn jetzt aber in 12.11 gewiped wird, aufgrund der kaputten Ökonomie, und in 12.12 aufgrund der wichtigen oder hohen Notwendigkeit für einen Vibe, aufgrund der neuen Spielmechanik, und in Streets of Tarkov Anfang 2022, dann sind das einfach zu viele Vibes. Die Lösung für dieses Problem wäre ein Soft-Vibe. Es gab in der Vergangenheit bereits Soft-Vibes, und bei diesen Soft-Vibes wurden Stats teilweise zurückgesetzt. Andere Stats dagegen wurden beibehalten. Was könnte also so ein Soft-Vibe machen? Das offensichtlichste ist erstmal das Geld, dass das komplette Geld bei jedem Spieler in Escape from Tarkov auf 0 gesetzt wird. Eine weitere Möglichkeit ist das Zurücksetzen der Items, das heißt sämtliche Items der Spieler werden gelöscht. Die dritte Möglichkeit ist die Zurücksetzung der Skills, das heißt, dass alle Fähigkeiten wieder auf Stufe 1 zurückgesetzt werden. Interessant wird es jetzt bei der Kombination, wenn zum Beispiel Geld und Items zurückgesetzt werden oder beispielsweise die Items und die Skills. Was einfach hochwahrscheinlich ist, dass das Geld wirklich zurückgesetzt wird und selbst wenn hier nur ein teilweises Zurücksetzen des Geldes erfolgt, also zum Beispiel nur von einer Währung, dann können wir ganz schwer davon ausgehen, dass das der Dollar sein wird. Also eine Empfehlung für den Fall der Fälle ist es auf jeden Fall, den Dollar umzutauschen. Holt euch für mindestens 2/3 eurer Dollar Rubel, indem ihr Dinge bei Peacekeeper kauft, zum Beispiel eine MP5, und bei Mechanic wieder für Rubel verkauft. Sollte das ganze Geld gewiped werden, bringt das natürlich auch nichts. Hier würde es Sinn machen, Items zu kaufen, so dass ihr bei einem Geldwipe noch die Items übrig habt. Natürlich wäre auch das obsolet, wenn zusätzlich die Items gewiped werden würden, aber wir reden hier auch nur von Wahrscheinlichkeiten und wie wir den Verlust möglicherweise minimieren können. Am unwahrscheinlichsten ist momentan ein Zurücksetzen der Skills, wobei wir hier auch gar nichts gegen machen könnten. Fassen wir das Ganze mal kurz zusammen. Dailies, Weeklies, Monthlies könnten eine großartige Bereicherung für das Spiel sein und bald auf uns zukommen. 12.12 ist unerwartet weit fortgeschritten und unerwartet mächtig. Es schreit nach einem Vibe mit dieser neuen Safe-Zone und dieser neuen Händlermechanik. Zwei Vibes hintereinander wäre ein bisschen zu viel in so einer kurzen Zeit, deswegen könnte die Lösung ein Soft-Vibe sein zu 12.11 und 12.11 wird erwartet, möglicherweise am Mittwoch, da der Nebel noch bis Dienstag anhält. Am Mittwoch wird irgendwas passieren. Wir gehen davon aus, dass das der Patch sein wird. Und dann wird es richtig spannend, welche Art von Vibe kommt. Dass irgendeine Art von Vibe kommt, ist, glaube ich, jedem klar. Aber wie das genau aussehen wird, das werden wir dann am Mittwoch, ich denke spätestens am Donnerstag sehen. Bis dahin, bleibt sauber, viel Spaß. Hier sind die letzten News. Und ich höre gerade, dass Raider erschienen sind. Raider auf allen Maps. Raider auf allen Maps. Leute, ich muss los. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao.